Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind dabei, Oswald einen auf die Mütze zu geben, weil er der Meinung ist, einen auf die Hose zu machen. Er muss sich ja behaupten als König. Und dann gucken wir einfach mal, was hier jetzt so passiert. Und geschafft. Ja. Nun rangle achtsam und sei vorsichtig mit dem zukünftigen König. Er ist der Einzige, der die Krone noch beanspruchen kann. Könige werden gemacht, nicht geboren. Lass uns sehen, was wir aus Oswald machen können. Erledigt. Okay, wir werden ihn nicht. Du hast nicht verlernt, wie man ein Feld einhaselt. Ich mag schon viele Sommer in East Engla sein, doch bleibe ich immer Däne. Müssen wir das tun, Eivor? Stärke und Mut sind immer von Vorteil, Oswald. Du wirst beides brauchen, sollen die Dänen dich als ihren König annehmen. Wahre Stärke erwächst aus Entschlossenheit, Eivor. Sie spricht zu uns. Eine strenge innere Stimme. Von sprechenden Eingeweiden habe ich nie gehört. Aber eine flinke Axt brächte sie schnell zum Schweigen. Sei vorbereitet. Warte, du bist unbewaffnet. Gib dein Bestes. Mir geschieht nichts. Wir schmieden dich noch zum König. Ja. Nicht zurückhalten. Wenn du wirklich auf Streit aus bist. Oh, aua. Den hast du gespürt. Noch stehe ich. Schwer zu glauben, war das zu hart? Das war ein guter Schlag. Weiter so. Knapp daneben ist auch vorbei, ich mein Lieber. Ich kämpfe mit dir. Yep. Oh, du erwartest von den Dänen, diesem Schmerbauch zu folgen? Noch atme ich, oder? Zeig mir, was du kannst, Sachse. Na komm. Weil der hat noch nicht mal gleich. Na los, begeistere uns, König. So wirst du niemals König. Ist dies das Beste, was East Engla zu bieten hat? Ja. Und ich werde es beweisen. Misch dich in Zweikampf mit Oswald. Kämpfe! Na, wird er stärker nach einer Weile? Nein, noch nicht so. Du bist zu Ende, Eivor. Willst du, dass ich kämpfe? Keine Gnade. Bringt nichts, wenn man ihn in Waschmaschine einpackt, ehrlich. Weil spült. Man muss hart werden. Eivor siegt. Doch du hast uns etwas bewiesen, Oswald. Bleib liegen, Oswald. Das genügt. Ich werde nicht liegen bleiben. Du hast tapfer gekämpft. Nicht sehr geschickt, aber mit Kampfgeist. Und Mut. Wehre dich immer mit allem, was du hast. Selbst wenn du dreckig kämpfst. Selbst wenn du die Regeln brechen musst. Denn es gibt keine Regeln. Nicht, wenn du dich einer Herausforderung stellst. Darin liegt die Ehre. Nicht im Sieg, sondern darin, den Kampf nicht zu scheuen. Eine kleine Rangelei stimmt die Brüder nicht um. Oswald muss endlich handeln, Missstände ausräumen, sich gegen Rüd und seine Männer wehren. Die Plünderer, die Betelea angriffen, haben ein Lager am Ufer. Je eher wir sie beseitigen, desto besser. Das würde deinen Ruf enorm verbessern. Und wenn du Kriegsbeute mitbringst, als Geschenk für die Brüder, stünden sie in deiner Schuld. Dann wetze deine Klinge, Oswald. Eivor, deine Schiffsmannschaft wäre eine große Hilfe bei dem Angriff. Verbrenne Karren und Fracht. Okay, ich rufe die ja schon. Kann den das Langschiff nicht rufen? Hier ist noch Wasser. Wird bereits benutzt. Wo sind die? Ach da. Sehe ich gar nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Hey! Führung übernehmen. Führung übernehmen. Ich will mal kurz noch was gucken. Einmal kurz was gucken. Dann geht's los. Ach, da müssen wir rüber. Okay.
Dann huschen wir mal darüber. Das stimmt nicht mit dir. Bisher war niemand bereit, sich gegen Rüds Clan zu erheben. Wir sind ein Reich der Bauern und Händler. Selbst Bauern und Händler können kämpfen, wenn sie den richtigen Anführer haben. Ich hoffe, dein Glaube an Schweinehirten ist nicht unbegründet, Eivor. Es gibt viel zu tun, ja. Aber wir werden uns erheben und uns Rüds Clan stellen. Gott wird dafür sorgen. Da müssen wir hin, meine Lieben. Genau da. Und plündern. Sieh nur, da haben sich Soldaten verschanzt. Takis Land! Wir kämpfen! Bleibt jetzt mein Blick so hart. Ey! Verbrennen. Achso, ich soll die verbrennen. Okay. Wenn ich welche sehe, gebe ich Bescheid. Wenn ich welche sehe, gebe ich Bescheid. Ja. Ich brauche Leben, Leute. Na. Du sagst es. Mich anzugreifen. Oh, das ist sogar Ostwald. Den ist man natürlich. Wo haben wir denn noch jemanden? Oh, der ist ein Schlüssel, Leute. Den muss man natürlich holen. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nur einen Schlüssel. Bleib zusammen, klar! Cool. Wow. Was wäre das denn? Nein, nein, nein. Ich brauch Leben. Scheiße. Ja. Das ist kacke, wenn man nur einen Balken hat. Mal gucken. Wir dürfen wahrscheinlich alles nochmal neu machen. Ist halt so, wie es ist, meine Lieben. So und nicht anders. Schicken wir uns jetzt nochmal ein bisschen Water ein. Selbst Bauern und Händler können kämpfen, wenn sie den richtigen Anführer haben. Bitte, ich muss mir ganz nach vorne machen, aber es wäre nicht so schlimm. Jetzt haben wir wenigstens einen Balken. Voll, wir hatten hier gerade, glaube ich, nur einen halben Balken. Kann das sein? War das so? Ganz schön wackelig heute. Und Leute, Angriff. Die Tolle holen.
Wikinger! Ja. Danke. Danke. Geil. In der Pfanne kämpfen ist richtig geil. Macht richtig Spaß. Finde ich nice. Ich will aber Zünen gucken, aber nur eine Fackel. Nein, verflucht seist du! Ja. Fackel? So geht's natürlich nicht. So. Nein! Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ja, hm? Nein, ich bin wieder fast tot hier. So, da oben gab es einen Schlüssel. Der hat mich echt umgebracht. Oh, das gibt's doch nicht. Da ist echt gerade. Ich bin, glaube ich, auf den falschen Sachen konzentriert. Ich glaube, ich muss erstmal die verschiedenen Soldaten umlieten, bevor ich anfange, diese Sachen abzufackeln, weil irgendwie, weil ich halt auf andere Sachen konzentrieren könnte, die mich halt so blöd anschlagen, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen, alle guten Dinge sind drei, meine Lieben. Uff. Befestigung! Los, sterb anständig! Los geht's! Töten Sie alle! Fackeln ja die Dinger schon von alleine ab, das muss ich glaube ich gar nicht machen. Nice, habe ich mich selber verbrannt, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Weil ich nicht weggegangen bin, weil ich unbedingt den Schlüssel haben wollte. Aber das ist so die richtige Taktik. Das war einfach nur Dummheit gerade. Das machen wir jetzt gleich nochmal richtig und dann. Ich hab echt lange keine Überfälle mehr gemacht. Das ist einfach.
Ah, das kriegen wir aber hin. So, noch habe ich keine schlechte Laune, noch geht's. Da! Ein Soldat! Du bist tot! Heute werden wir die Raben! Das hat wehgetan. Nein! Ah, warum brenne ich denn jetzt? Das ist uncool. Das dauert nicht lange. Geduld, wartet auf eine Gelegenheit. Das gibt's doch nicht. Jetzt kriege ich schlechte Laune. 50.000 Mal sterben, nur für euch. Das muss ja richtig spannend für euch sein. Ja, wahrscheinlich habt ihr die ganze Zeit Facepalms gemacht. Oh mein Gott, ist sie doof. Ja. Und ich stehe dazu, meine Lieben. Und ich stehe dazu. Kriegen das schon hin. Ah, das kann aber wohl nicht so schwer sein, ey. Das ist halt das Problem, wenn du halt echt keinen Balken hast, um nochmal nachzulegen mit deiner Gesundheit. Das ist echt blöd. Naja, kriegen wir schon hin. Ja, 2, 1 und 2, 1 und 2, 1 und 2. U, A, B. U, A, B. Da, 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 da. So, wir versuchen jetzt nochmal unser Glück. Hey, da sind feindliche Drohnen stationiert. In die Schlacht! Bringt ihm den Schwertschlummer! Von der anderen Seite! Alter! Guck mal, ist das Essen? Kann ich da was nehmen? Das ist so cool. Ja, hau ab. Hey, Schatz. Oh, ne. Bin ich jetzt schon wieder gleich tot, ja? Deine Kondition, das ist immer gut. Ah, das ist der Chef wahrscheinlich hier so, ne? Ist doch nirgendwo irgendwie Futter. Das ist echt gemein. So reicht immer, aber kein Futter. Das bringt ja nichts hier. Da ist Futter. Na, der Brief, der interessiert mich gerade. Null? Ja. Alter, ey. Also ist auch nicht schlau, nach vorne zu preschen. Gut. Kriege ich meine Krise gerade? Ja. Sowas von. Sowas von. Die Schmiede in deiner Siedlung ist die
Ziege, in der du die Qualität deiner Ausrüstung aufwerten kannst. Je besser die Qualität, desto mehr Runenplätze. Oh, das müsste ich eigentlich mal wieder machen, ne? Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Wie kann es sein, dass ich ständig sterbe? So, jetzt Konzentration und versuchen wir. Evo, da! Das ist ein Außenpost! Er stirbt, bitte. Ah, ernsthaft. Ja, die alte Sackwanne. Wie kann er mich bitte sehen? Kann er nicht sein? Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Ich krieg einen Föhn. Ich krieg richtig einen Föhn gerade. Ich glaube wirklich, wenn du nur einen Balken hast, bist du echt am Arsch. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal kurz woanders hingehe und dann gleich da wieder hinflitze. Dass ich erstmal mich auch voll lade, weil das bringt ja alles nichts. Weil dann kriege ich den 100 Pro auch tot. Also wenn ich zumindest einen zweiten Balken habe. Mal einen Balken. Ich muss auf jeden Fall mit einem vollen Balken da hin. Ich meine, ich kann ja auch nicht jetzt die ganze Zeit mich aus dem Geschehen rausziehen und warten, bis sie da unten alle Soldaten niedergemacht haben, dass ich hochlaufen kann. Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache, ne? Ich meine, wäre jetzt eine Möglichkeit, aber ungeil ist es auf jeden Fall. Da sind Befestigungen, okay. Eivor! Kann ich so weit werfen?
versuchen es einfach mal so rum. Machst du dich auch wieder klein? Machst du dich wieder klein? Hast du keinen Bock, dich klein zu machen, oder was? Nicht tragen. Was soll ich damit? Echt mit dir. Ja. Schön, dass du... Alter, du bist so ein kleiner Hornochse, ehrlich. Kleiner... Oh, finally. Mein Gott. So. Soldaten und was kleine Füße. So. Lesen tun wir es gleich. Ach, hier ist so eine. Ich finde den Schlüssel für die Box. Oh, so, was ist hier unten? Ich habe noch nicht mal ansatzweise alle. So, ist unten jemand. Wir gehen da gleich hin. Ein magischer Mantel. So. Da ist ja noch einer. Haben wir jetzt alle? Nee, da ist auch noch einer. Das ist einer von uns. Was willst du zum Abfackeln? Ja, was bist du eigentlich für ein Hornochse? Leite Finn zum Schatz. Danke, Eivor. Ja, den habe ich schon. Wir haben es endlich geschafft, meine Lieben. Ey, oh, Alter. Was für eine schwere Geburt. Ah, das ist doch schön. Was gefunden? Hier ist eine Kiste voller Hacksilber. Mehr als genug, dass alle zufrieden sind. Dann bringen wir sie zum Schiff. Ein hart erkämpfter Sieg. Der erste von vielen, Oswald. Bist du gewillt, weiterzumachen? Dies ist mein Geschenk an die Brüder. Beim Reichtum in Elmenham würden ihnen die Augen übergehen. Doch als Zeichen meiner Entschlossenheit ist dies hier viel wertvoller. Ein guter Anfang. Bring alle Schätze, die du findest, nach Norwich. Lass dann die Brüder rufen. Wir treffen uns dort. Das ist ja immer noch einer. Boah. Die Treffer kamen von oben. Der Gegner war größer als du. Tiefe Schnittwunden von vorne. Sieht nach einem Angriff von Nordleuten aus. Das ist unschön, würde ich sagen. Warte mal. Ach, den haben wir schon getötet. Wunderbar. Ach so, der Typ, ja gut. Der war aber auch echt gemein.
Tod ist nun gerecht. Ruhe in Frieden. Ja. So. Ich will jetzt einmal kurz mich nochmal umschauen hier. Also auf der Insel haben wir nichts mehr, ja. Hier ist alles auch nicht. Dann hätten wir hier halt noch was. Mal. Achso, da, okay. Das ist halt die Frage, ob wir uns überlegen, das mit der anlegen. Die war Level 90, da sind wir ja jetzt knapp drüber. Oder ob wir noch warten. Also wir müssen auf jeden Fall uns erstmal wieder voll machen mit drei Mahlzeiten. Das geht nicht anders. Das ist also. Man hat jetzt so. Ich habe jetzt wirklich nur so lange gebraucht, weil ich nur einmal. Perfekter Angriff. Mach ich halt da. Mach jetzt mal hier ein bisschen. Einfach zu wenig, definitiv. Deswegen würde ich mal überlegen. Und wir haben jetzt noch 8 Minuten. Und gehen wir mal dahin und gucken mal, dass wir da irgendwie ein bisschen auch noch Mahlzeiten sammeln können. Oder ist es einfach nur ein Schiffesuntergang? Das ist einfach nur zufällig. In Form von einem Kreuz hat er. Also ich muss sagen, dieses Land ist echt trostlos, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst. Merkur-Tempel. Und was weiter? Das Artefakt wird sich immer noch nicht so ganz weit dahin kommen. Ich kann halt nicht tauchen, aber der sagt, da unten ist was. Aber wie soll man denn da hinkommen? Hier irgendwo wird ein Tunnel sein, oder so. Das kann ich tauchen. Es ist auf jeden Fall immer noch sehr flach hier. Auch wenn ich jetzt tauchen kann. Das ist auf jeden Fall ein Gebäude. Rein.
jetzt hier verschlossen aus der Tür? Oh, nee. Hier waren wir schon mal drin, sehe ich gerade. Oh. Okay, dann lag es nicht daran. Es hätte ja sein können, dass es irgendwie hier einen Tunnel gibt oder so. Interessant, dass wir hier schon waren. Das muss doch irgendwie möglich sein. Das triggert mich jetzt, Leute. Das triggert mich richtig. Hier sieht man wirklich, wie flach das Wasser ist. Und jetzt wird der gleich wieder auftauchen. Und da ist halt auch nichts. Okay. Das Ding sagt halt auch da unten, unter mir. Das muss irgendwo mal irgendwie ein Tunnel oder so sein wahrscheinlich. Naja, wir werden da schon irgendwann mal drin hinterkommen, ansonsten nur. Kriege ich meine Krise innerlich. Aber ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich tatsächlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Das war es tatsächlich schon für heute und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal da seid. Dabei seid, sprechen ist auch so eine Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Ich würde mich mega freuen für eure Unterstützung, denn ich habe gesehen, dass sehr viele Leute noch nicht abonniert haben, obwohl sie diese Videos schauen. Freut mich natürlich, dass ihr trotzdem regelmäßig dabei seid. Mit einem Klick würdet ihr mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann!